Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Profi Replays. Wir sind heute immer noch in der Partie Hastim gegen Sue und das Ganze geht jetzt in die dritte und damit finale Partie. 1:1 steht es nach der letzten Folge und wir haben heute auf Eastwatch links unten in Rot gespawnt als Protoss Hastim. Und um rechts im Blau gespawnt als Zerg haben wir Sue. Ja, mal schauen, was wir heute hier sehen werden. Wir sehen wieder die Wall hier an der Natural by Hastim. Da ist er sich relativ sicher. Eastwatch natürlich eine sehr, sehr große Map. Das heißt, da die Gefahr vielleicht eines Ling-All-Ins noch ein bisschen geringer als sonst schon. Sonst ja auch noch nicht so beliebt aktuell. Aber diese Map ist dann doch sehr groß. Wir können das ja mal sehen. Wenn wir jetzt hier von Natural zu Natural gehen, brauchen wir 1, 2, 3, 4, naja, sagen wir mal 5 Bildschirme, während man auf Abiogenese, glaube ich, nur 2,5 braucht. Aber da geht es viel, viel schneller. Liegt einfach daran, dass hier Eastwatch natürlich eine sehr, sehr große Map ist. Mal schauen, ob sich das hier auch auswirken wird, ob beide Spieler dadurch sehr, sehr stark früh hochtacken werden. Könnte ich mir vorstellen. Allerdings ist natürlich auch sowas immer schön, wenn das so im Metagame verhakt ist. Diese Map ist groß und es werden wohl beide relativ sicher spielen. Genau das kann man natürlich dann auch als Spieler nutzen und hier eben die All-In-Keule auspacken und dann noch vielleicht ein bisschen unerwarteter dastehen. Mal schauen, was wir da sehen werden. Aktuell noch nichts allzu Aufregendes. Wir sehen hier die Probe vom Hastim. Die soll jetzt hier scouten, während hier Sue in Richtung Dritter unterwegs ist, die er jetzt hier sofort nehmen wird. Da ist sie schon. Ich denke, dass Hastim das schon registriert haben wird. Ja, er fährt aber erst zur Gold. Also möchte hier gucken, dass die Gold nicht genommen wird. Aber eigentlich dürfte die Probe die Drohne gesehen haben. Die Frage ist halt immer, auch wenn sie im Sichtfeld war, hat Hastim das wahrgenommen? Das kann man natürlich immer nicht sehen. Aber bei Profispielern ist die Chance doch immer sehr, sehr hoch, dass sie eben solche kleinen Veränderungen auf der Minimap sofort registrieren. Ja, wir sehen jetzt hier, Gas wird gemeint. Die nächste Probe wird hier auch reinkommen. Und damit haben wir die perfekte Saturation hier für die erste Base. Die zweite Base steht auch schon. Dort werden Probes gekrono-boostet. Keine große Überraschung bisher. Das Ganze wird jetzt von zugesehen. Hier, der weiß jetzt, hier ist wieder die Wall in der Natural unterwegs und wird jetzt wahrscheinlich hier sich drauf zurückziehen. Ja, braucht er noch gar nicht, weil möglicherweise möchte er erstmal die Gasgasierer abchecken. Ich denke, das ist auch immer eine sehr, sehr interessante Information, wobei das eigentlich noch ein bisschen früh wäre eben für die weiteren Gasgasierer. Möglicherweise fliegt er auch direkt rein, möchte sehen, ob hier direkt ein frühes Stargate kommt. Ich denke sehr, sehr, oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir hier ein frühes Stargate wieder sehen werden, denn das ist einfach das Metagame, was es hier gibt. Wir sehen allerdings erst den Stalker, der eben hier den Overlord vertreiben soll, dann das angesprochene Stargate. Also keine großen Überraschungen hier. Allerdings ist die Probe von Hastim immer noch da. Der scoutet nochmal hier in Richtung Gold. Möchte auch wirklich sicher gehen, dass da keine Echse ist und fährt dann hier rüber zu dieser dritten. Also möchte er sich hier doch nochmal versichern, dass da auch wirklich die Hedge steht. Und die Drone da vielleicht nicht nur einfach so hingefallen ist. Vielleicht hat er sie auch wirklich nicht wahrgenommen. Ich würde das jetzt aktuell fast vermuten. Wir sehen inzwischen nur noch eine Drohne, die hier Gas sammeln soll für Sue. Ich denke, er wird jetzt hier langsam mal sicher eben 100 Gas aufbauen, dann auf den Leertech gehen, aber vorher eben komplett hochdrohen, möglichst viele Mineralien sich holen. Und wenn wir uns das anschauen, sehen wir auch, das ist jetzt langsam notwendig, denn Hast natürlich immer mit dem Vorteil des Chrono-Boosts am Anfang da. Am Anfang ist es ja immer so, dass der Protoss ein bisschen den Vorteil hat in Workern. Das sollte sich aber jetzt eigentlich so ab gut 30 Worker korrigieren und eben hier in Richtung zu ausschlagen. Wir haben ein paar Linge gesehen, die sich im Bau bewegt haben. Die waren allerdings sehr, sehr spät. Die sollen jetzt wahrscheinlich einfach nur mal verifizieren, dass hier sich nirgendwo das Warp Prisma irgendwie böse auf den Weg macht oder dass Oracle eben frühzeitig gesehen wird. Sehr schönes Positioning hier von zu, um eben möglichst viele Stellen abzudecken, wenn wir mal in die Vision schauen. Er sieht wirklich viel jetzt auch noch mit dem dazu. Muss man hier schon wirklich Pech haben, das zu verpassen. Scoutet vielleicht auch noch ein paar Proxy-Pylons, ja, sieht so aus. Währenddessen Hasten hier mit der dritten unterwegs, Oracle im Bau, das ist allerdings schon das zweite, das erste macht sich jetzt schon auf dem Weg, jetzt schon gesehen von Sue. Ich bin gespannt, wie sich Hasten entscheidet, wo er hinfliegt. Wir sehen einen Spore-Crawler an der dritten, auch einen Spore-Crawler in der Natural und auch die Main ist abgesichert. Leertech jetzt, wie gesagt, dazu jetzt wieder 3 Drohnen im Gas, also da sollte es langsam wieder ein bisschen mehr Tech geben. Wir haben auch einen Roach-Run, also falls hier noch ein Adept-Push hinterherkommen sollte, wäre Sue auch sicher. Also beide machen jetzt das, was ich eigentlich so vermutet habe auf dieser Map. Beide sehr, sehr passiv
Hast du hier eigentlich mit dem Oracle auch nur unterwegs, um eben den Tech zu scouten, um zu sehen, was da so los ist. Hat hier keinen Schaden wirklich machen wollen. Beide Spieler gehen jetzt hier ins Makro-Game. Robo kommt dazu bei Hastem, Adepten, Phoenixes. Hier, das geht übrigens noch nicht ausgeklappt, das soll er gleich mal ändern. Die Rox hat er auch noch nicht rausgenommen. Das liegt einfach auch daran, dass er ziemlich wenig Einheiten hat. Ein Zealot, drei Adepten, ein Stalker. Ja, das dauert dann ein bisschen. Die Adept machen sich scheinbar auch auf den Weg nach vorne. Möchte jetzt hier vielleicht sneaky in die dritte Base reinrennen. Allerdings macht Zu gerade Gleiches. Auch er hier mit einigen Lingen unterwegs und versucht hier eben die Probes, die Rübersliden abzufangen. Sehr gut antizipiert, sehr gut das Timing da genutzt. Er wusste genau, wann er die Probes rübersliden, sonst hätte er nicht genau diesen Moment da gewählt. Wobei er natürlich ein bisschen größeres Zeitfenster hat, denn immer weitere Probes werden da auch rüberkommen. Aber das waren einfach mal zwei Linge, die hier Sue for free bekommen hat. Zwei Drohnen meine ich natürlich mit seinen Lingen. Aber er hat jetzt hier überhaupt nichts in Position. Die Roaches stehen noch in der Natural. Wenn die dann da sind, können die natürlich da eingreifen, aber... Oh, jetzt leider kein gutes Focus-Fire. Hätte sonst noch eine Drone mehr bekommen, aber trotzdem drei Worker, vier Worker. Und Zu bleibt stehen. Das ist ein Fehler. Das ist ein großer Fehler. Währenddessen allerdings der Neid ist unterwegs. Den werden wir uns gleich anschauen. Allerdings sind wir noch beschäftigt, wahrscheinlich genauso wie Harsten hier, das zu sehen. Jetzt der Neid ist gleich durch. In dem Neid sind einige Roaches drin, auch einige Queens. Und hat das Harsten auf dem Schirm? Jetzt sind sie in seiner Base, jetzt sollte er es auf dem Schirm haben. Oh, das sieht nicht gut aus. Er läuft jetzt hier in Position, baut hier ziemlich viele Cannons und Chipperies, um seine Main hier gleich ein bisschen verteidigen zu können. Muss natürlich jetzt hier, ja, jetzt einfach zu spät jetzt leider. Hat er sich mit seinem Push zu sehr darauf konzentriert, eben selbst Schaden zu machen und das dabei leider nicht mitbekommen, dass da, das ist, jetzt werden schon die Boys gepullt. Jetzt wird es sehr, sehr schwierig für Harstem. Natürlich hier Immortals. Das Schlüsselmedium hier, die Schlüsseleinheit, die er nutzen sollte. Viele Schildbatterie ist allerdings noch mit dabei. Mit Forcefields kann er vielleicht auch so ein bisschen hier nochmal die Armee in den Hälften cutten. Aber das Problem ist, Zug hat halt auch einfach viele Armee in der Base und hat dann noch einen sicheren Rückzugspunkt mit diesem Nidus. Allerdings kommen da immer mehr Einheiten raus, weitere Roaches im Bau. Road Speed hat er nicht, aber was braucht er auch gar nicht, denn er ist einfach in der Base des Gegners. Dann muss er auch kein Road Speed haben. Ja, und da wird immer weiter drauf eingedroschen. Haben wir eigentlich, kurze Frage neben hier, sind die Roaches schon immer mit dieser Animation gestorben? Sieht irgendwie merkwürdig aus. Naja, gut, sei es drum. Ja, jetzt scheint Harsem über kurz oder lang hier erstmal die Oberhand gewinnen zu können. Na, jetzt kommen nochmal Reinforcements. Weitere Roaches, weitere Linge im Bau, wie gesagt. Zealot Charge halt noch nicht durch. Würde auch helfen natürlich, denn die Zealots, die rennen eigentlich immer nur hin und her, während die Immortals versuchen, den Schaden zu verteilen. Noch ist Harstem hier in einer akzeptablen Position. Er hat 51 Worker, das sind mehr als Sue hat. Also Sue muss definitiv noch mehr Schaden finden, als er hier hat. Er hat bisher nur das Stargate bekommen und natürlich Einheiten. Aber die Einheiten, die werden auch immer mehr. 64 Supply zu 38. Immortal ist natürlich sehr, sehr kritisch hier in diesem Fight. Die will er nicht verlieren. Sobald die gefallen sind, hat Harstem hier verloren. Jetzt hat er kurz sein eigenes... eine Teil angegriffen? Ne, ich glaube, da war noch irgendwas. Sei es drum. Ja. Das wird schwer für Harstem, das wird schwer. Jetzt alle Shield Batteries übrigens ohne Energie. Pylons können auch noch abgeräumt werden in der Zwischenzeit. Jetzt können die auch nicht mal mehr powern. Zealot Charge könnte durchkommen. Vielleicht hilft ihm das nochmal. Wie viele Gates hat denn der eigentlich? Er hat insgesamt nur 4 Gates, also selbst 4 Zealots mehr sind natürlich jetzt nicht das, was man sich unbedingt wünscht. Noch ein weiterer Immortal kommt in den Fight dazu. Jetzt scheinen hier beide sich dazu zu entscheiden, zu engagen. Die Roaches inzwischen mit Road Speed, aber Sue sieht jetzt hier ein, glaube ich. Nein, noch nicht. Sue zieht sich jetzt erstmal weiter zurück nach hinten, damit er eben nicht hier von den Force Fields abgeschnitten wird immer. Möchte natürlich möglichst geballt kämpfen. Schöne Biles dabei. Die Sentries fallen. Und ohne Sentries ist die Armee schon auch deutlich weniger wert. Trotzdem, die Immortals, die hauen ordentlich rein. Da sind die Linge eben die entscheidende Einheit, die eben hier dafür sorgen sollten, dass sich frühzeitig dieses Schild ausnutzt hier von Harsten. Und Harstem scheint es hier jetzt geklärt zu haben, aber mit welchen Verlusten? Mit großen Verlusten. Er hat zwar eine größere Armee. Er hat auch die Worker behalten, aber er hat auch hier Tick verloren. Glücklicherweise für ihn ist Zealot Charge hier durchgekommen. Ich glaube, wenn das Zu erwischte, dann wäre er nochmal deutlich weiter vorne, als er jetzt ist. Er ist in den Drohnen deutlich hinten. Mining-technisch war es auch okay für Harstem die ganze Zeit über. Während dem gesamten Fight hat er hier eine akzeptable Führung. Und jetzt kann er das vielleicht sogar nutzen. Plus 1 ist durch. Also die Frage ist, hat Zu hier genug Schaden gemacht? Und ich würde fast sagen, nein. Er hat viele... Also wenn wir jetzt mal Structures lost... Oh Gott, was war das nochmal für ein Hotkey? Nein.
Also das ist Units Lost. Da sehen wir 41 Roaches verloren gegen 13 Zealots, 3 Adepten, 1 Stalker, 6 Sentries. Die Sentries sind natürlich ein bisschen ärgerlich, aber das hat sich gerechnet für Hastim. Das muss man sagen. Er hat da nicht so einen großen Nachteil rausgezogen, was die Einheiten angeht. Und wie gesagt, Worker-technisch war er die ganze Zeit vorne. Vierte Base jetzt schon unterwegs. Hier versuchen einige Roaches nochmal einen Runby zu machen. Allerdings sind auch hier schon Zealots in Position. Die, wie gesagt, auch schon plus 1 haben. Bei Sue natürlich noch überhaupt keine Upgrades unterwegs. Die kommen jetzt erst mit der Hydra-Transition, kommt hier das plus 1er Attack-Upgrade und eben hier auch die Roof Spines. Hier fehlen natürlich noch die Worker im Gas. Sue muss aber jetzt erstmals halt schaffen, möglichst viel Income zu generieren an Mineralien, denn da ist er aktuell noch sehr, sehr schwach auf der Brust. Vierte Base kommt jetzt auch hier bei ihm an, der Gold, die wird ihm natürlich einen ordentlichen Einkommensvorteil im Vergleich zu jetzt wieder bieten, aber er wird trotzdem keinen Vorteil gegenüber Hastim haben, denn der jetzt auf 71 Workern sollte jetzt auch langsam dann aufhören, Worker zu bauen. Storm kommt jetzt dazu, bereitet sich also hier schon komplett auf die Hydras vor. Allerdings, noch sind sie nicht in der Armee, aber Zealots mit Charge natürlich, die machen hier schon viel, zumal kaum noch Roaches da sind, um hier den Schaden zu buffern. Wir haben nur 4 Roaches, 2 Ravager. Die Hydras natürlich sehr, sehr nett. Die Hydras sind die Einheit, mit denen er hier Schaden machen will. Aber sobald eben die Zealots an die Hydras rankommen, gibt es doch sehr, sehr schnell Probleme. Ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen beeindruckt hier. Ich hatte zwischendurch Angst, dass hier Hastim stirbt komplett. Aber er war sehr, sehr ruhig. Er hat sehr, sehr lange gewartet, bis er möglichst viele Immortals hat. Sue hat ihm natürlich auch den Gefallen getan, wie gesagt, nicht die guten Tech-Gebäude zu snipen. Also das Stargate natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn man das verliert. Aber eben die Forge, die hat standgehalten, die Twilight Council hat standgehalten und eigentlich ist die Twilight Council sogar das Gebäude, was hier entscheidend war. Denn mit Zealot Charge ist er hier im Midgame deutlich besser aufgestellt und auch eben die Twilight, die hat er benötigt, um hier in Richtung Storm zu gehen, um in Richtung Twilight Council, um in Richtung Templars Archive zu gehen und die hat er nun plus 2 gleich auch durch. Also das alles Sachen, die mit der gefallenen Twilight Council anders gewesen wären. Also Hastim hier sehr, sehr gut dabei, muss natürlich jetzt allerdings aufpassen, dass er genug Einheiten baut, dass er jetzt hier nicht seinen Vorteil aus der Hand gibt, den er definitiv hat. Armeetechnisch ist er nur noch leicht vorne, Worker-technisch baut er übrigens immer noch weitere Worker, jetzt hat er aufgehört, aber 76 ist er hochgegangen, mehr sollte er jetzt wirklich nicht bauen. Währenddessen hier nochmal konstant hier Revelation, er weiß von der Armee komplett. Er weiß immer, wo sich die Armee aufhält und das ist sehr, sehr wichtig hier. Hier ein kurzer Runby, der allerdings keinen Erfolg findet. 2 Oracles hier nochmal, die immer wieder, wie gesagt, versuchen hier konstant die Revelation aufrechtzuerhalten. Jetzt haben wir hier das Upgrade für die Hydras Nummer 2 durch. Damit können sie jetzt sich auch schneller bewegen, nicht nur weiter angreifen. Nochmal Revelation hier gecastet. Ja, und jetzt muss hier so wirklich aufpassen. Haben wir ein Warp Prisma eigentlich dabei? Ich glaube, das Warp Prisma fehlt. Units, wir haben kein War Prisma. Das ist natürlich ein bisschen schade, das kommt jetzt erst dazu. Also Reinforcements hier natürlich in der Armee sehr schön. Aber wir haben viele Storms, wir haben Zealots mit Charge. Hier sind keine Baning in der Armee. Er muss also hier komplett mit Roach Hydra fighten. Da kommt nochmal ein ganzer Schwung an Einheiten dazu. Die High Templar jetzt sehr, sehr weit vorne. Muss er aufpassen, verliert hier den ersten High Templar. Der Storm war natürlich ganz nett, aber der hätte noch einen zweiten Storm gehabt. Also es war schade, dass er den jetzt hier so verloren hat. Muss ein bisschen aufpassen, dass er die nicht zu weit an die Front schickt. Und ja, Sue versucht jetzt hier mit einem möglichst breiten Winkel sich aufzustellen. Da sieht auch Hastim ein und sagt sich, nee, da muss ich ja gerade gar nicht angreifen. Sehr schöne Stasisfalle, hier hat nochmal einige Einheiten gefangen damit. Creep wurde zurückgedrängt, das versucht Sue jetzt wieder auszugleichen. Aber plus 3 Attack jetzt gleich schon halb durch. Das Ganze wird ungefähr fertig werden, wenn plus 2 durch ist. Also da jetzt kein Zeitpunkt mehr, in dem Sue wirklich da was gut machen kann. Jetzt entscheidet sich Hastim nochmal anzugreifen, möchte natürlich hier die Einheiten, die in der Stasisfalle gefangen waren, eben erwischen. Den Großteil erwischt auch. Jetzt kommen nochmal Storms dazu. Sue versucht sich zurückzuziehen. Er hat hier den Lurker denn auf dem Weg. Also wenn er es irgendwie schafft zu überleben, dann kann er natürlich mit Lurker noch sehr, sehr gut hier was rausholen, wobei die Armee halt aus sehr, sehr vielen Immortals besteht und Immortals natürlich sehr, sehr schön zu haben gegen eben diese Lurker. Sind jetzt hier sogar Spinecaller. Also Sue hat hier echt Angst zu sterben und das zu Recht. Währenddessen sehen wir hier einen kleinen Runby, der sich auf den Weg nach vorne macht. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Die Armee hält er hier eben an dieser Position und versucht währenddessen eben den ökonomischen Schaden zu machen. Und das scheint ihm auch zu gelingen. Wir bleiben allerdings natürlich weiter im Hauptfight. Wir werden ja gleich sehen, wenn die Worker hier hochticken. Das sollte sich jeden Moment dann ergeben. Ja, die Armee wird hier auseinandergenommen. Die Biles versuchen hier nochmal zu treffen. Das reicht allerdings nicht aus. Ja, und die Armee jetzt hier
54 Supply zu 85. Wie gesagt, plus 2 ist jetzt durch, plus 3 allerdings von Haastem hat er nicht gekronomustet. Deshalb leichter Vorteil jetzt nochmal für Sue für einen kurzen Moment. Oder was heißt Vorteil? Er hat eben keinen Nachteil mehr. Die Einheiten wurden tatsächlich hier geklärt und hat ein paar Einheiten hier zurückgeschickt, die allerdings natürlich kritisch waren. Die Einheiten, die hatte er eben nicht hier oben und damit war hier oben eben zu wenig, um hier das zu halten. Die Base ist gefallen und die Armee, die lässt sich hier nicht weiter aushalten. Plus 3, wie gesagt, gleich durch und damit wieder der Vorteil dann auf Seiten von Haastem. Wir sehen sogar schon seine Transition. Er bereitet sich schon darauf vor, dass wir hier gleich wahrscheinlich Lurker sehen werden, indem er eben auf Carrier geht. Das Mothership im Bau, zwei Stargates im Bau, aber das braucht er alles gar nicht. Er kann hier einfach durchpushen, er wird hier zu crushen und damit gewinnt Haastem dieses Best of 3 mit 2 zu 1. Ja, sehr schön. Schöne Partien, muss man sagen. Haben mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und ja, beim nächsten Mal werden wir uns natürlich wieder eine andere Partie vornehmen, mal schauen, was es dann so geben wird. Ich denke mal wieder, was Terraner beinhaltet. Ich werde ja versuchen, da möglichst das ausgeglichen zu halten, dass wir immer mal was von den verschiedenen Rassen sehen. Das war's jetzt erstmal für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf diese Folge klicken, unten rechts ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.